soll man das Mädchen hinausführen vor die Tür ihres Vaterhauses, dann sollen die Männer ihrer Stadt sie steinigen und sie soll sterben. Dann zur Rolle der Frau im Islam. Was sagt zum Beispiel Allah im Koran? Dort steht in Sure 4, Vers 19 sinngemäß: O die ihr glaubt, es ist euch nicht erlaubt, Frauen wider ihren Willen zu erben. Das heißt, weil in vorislamischer Zeit war es üblich, dass die Familie des Verstorbenen das Heiratsrecht gegenüber der Witwe hatte, also und sie miterbte. Also dann wurde die Witwe also geerbt von dem Mann. Und das wurde durch den Islam, da sieht man, wie der Islam die Frau schon befreite und die Stellung der Frau verbesserte. Dann weiter. Und drangsaliert sie nicht, also die Frau. Das heißt auch, haltet sie nicht von der Heirat mit anderen fern. Muss man sich mal vorstellen. Diese Freiheit in dem Sinne. Um ihnen einen Teil von dem, was ihnen gegeben habt, zu nehmen. Außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. Also Gerechtigkeit. Und geht in rechtlicher Weise mit ihnen um. Geht in rechtlicher Weise mit Frauen um. Wenn sie euch zuwider sind, so ist euch vielleicht etwas zuwider, während Allah viel Gutes in dies hineinlegt. Also selbst wenn du einer Frau was Schlechtes siehst, sagt Allah hier im Koran sozusagen, vielleicht siehst du was Schlechtes, aber daran hat Allah Gutes gelegt. In welchem Buch, in welchem heiligen Buch der Welt steht so etwas drin, dass man die Frau so behandeln soll? In keinem heiligen Buch. Nirgendwo. Und dann sagt Allah noch im Koran, Hunna libasun lakum, wa antum libasun lahun. Sie sind, also sie, die Frauen, sind euch Männern eingewandt, sinngemäß, und ihr Männer seid den Frauen eingewandt. Also ein perfektes Team in dem Sinne. Aber wie gesagt, in der Bibel findet man auch, dass Schweinefleisch verboten ist. Dritte Buch Moses, Levitikus, Kapitel 11, Vers 7 beispielsweise. Dort findet man, dass Alkohol verboten ist. Man findet im Neuen Testament, dass Jesus beschnitten war und diese ganzen Sachen. Aber wie gesagt, man muss sich nur selber fragen, ist man auf dem richtigen Weg? Man muss sich selber fragen, wenn ich an Allah glaube, muss ich dann nicht wirklich nach dem wahren Weg suchen fürs Jenseits? Nach dem Weg ins Paradies und nach dem Weg in der Hölle? Muss ich nicht wirklich eine objektive Entscheidung fällen? Und wie gesagt, die Entscheidung ist bei Ihnen. Ich kann Ihnen nur einige Informationen geben. Wie gesagt, ich will hier niemanden beleidigen. Wir wissen, dass die Bibel, in der Bibel viele gute Werte drinstehen, dass die Bibel vielen im Diesseits geholfen hat, sich besser so zu verhalten mit ihren Mitmenschen. Das geben wir alles zu. Wir wollen keinen Christen beleidigen. Wir gehören nicht zu den Menschen wie christliche Missionare, die durch die Straßen gehen und Zettel verteilen, auf dem sie den Propheten des Islam beleidigen und beschimpfen, sondern wir lieben Jesus, wir lieben Maria und wir lieben Mohammed. Aber uns ist es nicht erlaubt, jemand anderen außer dem allmächtigen Gott, der Mohammed erschaffen, der Jesus erschaffen, der Maria, der alle Menschen erschaffen hat, und es ist nicht erlaubt, einen außer ihm anzubeten und einen außer ihm zu dienen. Niemand. Und das müssen wir tun, wenn wir ins Paradies kommen wollen. Deshalb, vielleicht sind Sie nicht einverstanden mit dem, was ich sage, aber selbst wenn Sie nicht einverstanden sind mit dem, was ich sage, betrachten Sie Islam, machen Sie Ihr Herz frei und suchen Sie nach der Wahrheit. Und ich gebe Ihnen noch einen Tipp. Machen Sie wie der Prophet Jeremia, heben Sie die Hände zum Himmel. Stehen Sie im letzten Drittel der Nacht auf, wenn der allmächtige Gott an den untersten Himmel der Welt kommt, in einer Form, wie es zu seiner Majestät passt. Also Allah ist kein Mensch oder mit einem Mensch vergleichbar, ist mit nichts vergleichbar. In einer Art und Weise, wie es zu seiner Majestät passt. Und bitten Sie ihn um Rechtleitung. Sagen Sie zu ihm beispielsweise, O allmächtiger Gott, wenn das, was ich gehört habe, wenn der Islam die wahre Religion ist, dann leite mich zu dieser Religion. Dann leite mich dorthin. Und machen Sie dies mit Aufrichtigkeit. Und ich hoffe, dass Allah Ihnen den richtigen Weg zeigt. Denn ich möchte von ganzem Herzen, dass Sie im Jenseits Rettung finden. Allah sagt in Sure 34, Vers 28 sinngemäß. Und wir haben dich für die Menschen allesamt nur als Frohboten und Warner gesandt. Aber die meisten Menschen wissen es nicht. Ich sage dieses Wort und bitte Allah um Vergebung. Ich sage dieses Wort und bitte Allah um Vergebung.